Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wochenorakel von 6. November bis 12. November 2017 nach Lunomart-Karten. Was sprechen diese Bilder? Mit klugen Handlungen, mit richtigen Entscheidungen und mit wichtigen Gesprächen und Buchhaltung können wir die Finanzen in Ordnung bringen. Ein Buch hat eine Bedeutung. Entweder bekommen wir ein Buch als Geschenk, oder wir verschenken ein Buch, oder wir kaufen ein Buch, was für uns wertvoll ist. Wenn jemand ein Buch veröffentlichen möchte, ist auch der richtige Zeitpunkt, verspricht diese Symbolsprache die Bilder Glück, Erfolg und Geld. Es gibt einige Menschen, die schlaflose Nächte haben, weil sie Sorgen machen und haben Angst. In diesem Zeitraum sollte man das verbessern, die Ängste loslassen. Es wird auch einige Menschen geben, die Arztterminen haben in diesem Zeitraum und es verspricht auch Verbesserung. Immobilien, eigene Zuhause. Da etwas zu verändern, liegen Hindernisse da. Ein Umzug oder ein Umbau, Renovierung oder eine neue Einrichtung oder Thema Immobilien wie Verkauf oder Hauskauf oder Vermieten oder etwas mieten. Alles rundherum Immobilien oder unserem eigenen Zuhause. Wenn wir das vorhaben, da etwas zu verändern, da sind Hindernisse da. Oft kann man diese Termine nicht verschieben, aber achtsam sein, weil es läuft etwas falsch. In diesem Zeitraum von 6. bis 12. November werden wir auch Kraft, Mut und Stärke zeigen. Es sind auch neue Freundschaften, aber es gibt auch Freundschaften, die werden beendet. Also da kommt auch eine Art Wechsel. Die Damen können damit rechnen, dass sie tolle Kontakte haben oder bekommen eine gute Nachricht und eine weibliche Person liegt es sehr schön da. Eine gute Freundin oder ein angenehmes Gespräch oder Kontakte zu Frauen und das ist sehr schön, ehrlich und das gibt auch natürlich auch Freude. Was die Liebe betrifft, es ist Verbindung da und es wird auch eine Herzensangelegenheit sein. Aber mir scheint hier im Kartenbild, die männlichen Personen sind noch etwas verschlossen oder können die Gefühle nicht richtig zeigen. Und die Damen haben Erwartungen und möchten natürlich wahrgenommen werden, möchten über Gefühlen zum Sprechen. Und die Männer verdrängen das noch im Augenblick, obwohl die Liebe da ist, obwohl die Verbindung da ist. Also ich würde raten für die Damen, keine großen Erwartungen, wenn das nicht der richtige Augenblick ist, weil der Mann sich nicht öffnen kann oder kein Gefühl zeigt momentan oder kann das nicht in die Sprache bringen. Aber das kommt, weil die Verbindung, die Gefühle sind da. Was schön und angenehm ist, jetzt mit Freundin sprechen oder ein Austausch mit Freundin oder mit der Freundin ausgehen. Was noch schön und angenehm ist und auch Glück bringt, eine Reise. Aber auch ein Vertrag ist zum Erwarten oder eine amtliche Nachricht, was auch schön ist und angenehm. In beruflichen Situationen ist etwas noch unklar und da braucht man eine plötzliche Entscheidung
oder kommt eine unerwartete Ereignisse, was Klarheit bringt in beruflichen Situation, so dass diese Unklarheiten auf einen Schlag vorbei sind und das bedeutet auch eine berufliche Verbesserung. Ich fasse das mal zusammen. Wir sollten um die Finanzen kümmern. Ein Buch hat eine Bedeutung, also sollten wir vielleicht mal nachschauen, welche Angebote gibt oder wen können wir ein Buch schenken. Dann sollen wir von Ängsten verabschieden, dann geht uns schon besser und können wir ruhiger schlafen. Dann sollen wir Kraft und Mut zeigen und so auftreten. Im wohnlichen Situation achtsam sein, weil da läuft etwas schief, besonders wenn es darum geht, etwas verändern im beruflichen Situation. Das betrifft natürlich die Zeitraum nur bis 12. November. Im beruflichen Situation sind noch Unklarheiten, aber das lässt sich klären und es kommt vielleicht plötzlich unerwartet. Es werden Kontakte, Freundschaften da sein, das geht zu Ende oder weniger Kontakt, aber es werden auch neue Verbindungen da sein und für die Damen spielt eine große Rolle eine gute Freundin oder die Schwester oder die Mama oder die Kollegin, auf jeden Fall eine weibliche Person und da sehe ich schöne Gespräche oder etwas Angenehmes. Also das ist sehr ehrlich und vertrauenswürdig. Die Männer zeigen momentan nicht viel Gefühl, mindestens sprechen nicht über Gefühle. Trotzdem ist die Verbindung da, die Liebe ist da, aber sie sind etwas verschlossen momentan. Für die Damen keine großen Erwartungen, sondern abwarten, bis sich der Mann nähert. Eine Reise kann Glück bedeuten und es ist schön und angenehm, auch eine gute Nachricht ist zum Erwarten oder ein Vertrag, die ämtliche Situation verbessern sich. So könnte ich das beschreiben, was mir die Karten vermitteln. Das ist natürlich eine allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit, speziell für Sie persönlich eine Legung zu buchen. Oder ich empfehle auch immer wieder die Blitzberatungen. Und wie funktioniert es? Per E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Sie beschreiben Ihre Situation, stellen Ihre Fragen und ich beantworte diese E-Mail natürlich auch blitzschnell. Mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.